Guten Morgen und herzlich willkommen zu Film motiviert. Das ist Tag 2 meiner Laufserie von 2018 und das heutige Thema wird sein Motivation fürs Laufen. Wenn du schon fortgeschritten bist, wenn du schon eine Routine drin hast, dann wird das keine großartige Frage sein, es wird kein Thema sein, weil es hat sich einfach eingependelt bei dir. Es hat sich in deinen Alltag integriert, das Laufen. Wenn du aber blutiger Anfänger bist, dann ist das eine ganz große Frage, weil es ist noch nicht integriert und du wirst jedes Mal damit zu kämpfen haben, auch wirklich rauszugehen, gerade wenn du morgens laufen gehst. Und deswegen, was man da machen kann, um motiviert zu bleiben, um letztendlich diese Routine zu schaffen und dann gar nicht mehr nachdenken zu müssen, dass du was anderes machst als laufen, darum geht's heute. Jetzt bin ich schon in meine Sportklamotten geschlupft und es kann losgehen. Okay, Impuls Nummer 1 ist, dir feste Zeiten zu schaffen. Ich habe das im letzten Video schon erzählt, aber ich sag dir, warum das zum Motiviertbleiben wirklich wichtig ist. Wenn du dir feste Zeiten schaffst und sie tatsächlich einhältst, dann löst es in dir so ein Erfolgsgefühl aus, dass du schon was abgeschlossen hast am Tag, schon was geschafft hast. Das ist letztendlich das, was dich dann auch im weiteren Verlauf des Tages antreibt. Und natürlich auch für die nächsten Male, wenn du wieder joggen gehst. Das heißt, schaff dir einfach feste Zeiten und versuch sie einzuhalten. Wenn du es nicht schaffst, sei aber auch nicht so streng zu dir, sondern versuch es einfach beim nächsten Mal wieder. Wichtig ist, dass du irgendwann zu dem Punkt kommst, dass du eine Routine geschafft hast. Und sei das nur zweimal die Woche am selben Tag, um dieselbe Uhrzeit zu laufen. Kurze Randinfo. Du siehst, dass es etwas zugezogen hat seit dem Morgen. Das ist immer noch derselbe Morgen, aber das kann sich manchmal blitzschnell ändern. Es wird jetzt auch gleich gewittern. Deswegen versuche ich das Video kurz zu halten. Impuls Nummer 2. Lad dir einfach eine App runter. Ja, jeder von uns oder die meisten von uns haben ein Smartphone. Und da ziehst du dir eine App rauf, wie zum Beispiel Map My Run. Das gibt es für iTunes, für Apple-Geräte und für Android-Geräte. Da trackst du, also du verfolgst deinen Lauf. Das heißt, du weißt immer genau, wo du gelaufen bist, du weißt, was deine Geschwindigkeit war, du weißt, wie lange du dafür gebraucht hast und kannst dann so das messen und kannst versuchen, dich in Zukunft auch zu steigern. Aber wie ich im letzten Video schon gesagt habe, versuch am Anfang erstmal eine gewisse Distanz einzuhalten und nicht gleich zu steigern, sondern lass es einfach mal ein bisschen dabei. Lass es mal bei 500 Metern, lass es mal bei einem Kilometer. Ja, einfach mal für eine Woche, wenn du regelmäßig trainieren gehst oder für 2 Wochen und danach kannst du steigern. Map My Run oder eine vergleichbare App, Runtastic würde mir noch einfallen, das sind Apps, mit denen du dich selbst motivieren kannst, um laufen zu gehen. Impuls Nummer 3, ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt, aber es fängt langsam an zu regnen, ich sollte mich beeilen. Impuls Nummer 3 ist motivierende Musik hören. Also nimm dir am besten so ein Bluetooth-Headset, ja, weil das reibt nicht an der Kleidung mit dem Kabel, sodass du das dann übertragen hast auf dein Ohr oder dass es die ganze Zeit rausgezogen wird aus dem Smartphone, sondern es ist per Bluetooth verbunden. Hier hinten sieht man, dass es dann nur so ein bisschen rumbaumelt und dann hörst du dir motivierende Musik an. Und die spornt dich an. Hast du gesehen, wie ich getanzt habe? Ja, es macht Spaß. Es macht einfach Spaß, rauszugehen, zu laufen, zu tanzen. Diese Musik zu hören, die spornt dich letztendlich weiter an für zukünftige Läufe, weil du einfach weißt, es hat Spaß gemacht. Und das ist das Wichtigste bei der ganzen Sache. Jetzt werde ich mich wieder zurückbegeben und deswegen wünsche ich dir eine wunderschöne Woche und sage bis zum nächsten Motivationstag.